How's it going, everybody? I'm very keen to present you the Chile documentary of the Circle Booth team. The boys have been going to Chile for 3 months to go whitewater kayaking, and they have taken home some wicked stories for me to tell you in this four-part documentary. And I know the video is very long, so I'm gonna keep the intro short, but I need to say here, if you are watching this and you have not subscribed to any of the Circle Booth team accounts, Instagram, YouTube, whatsoever, I have linked them everywhere in this video, like underneath here and somewhere here. And you should definitely have subscribed to them before you watch this. Please help out the Circle Booth team. And the last thing I need to say here is the documentary is in German, so we have to turn on the English subtitles somewhere here in YouTube. Alrighty, let's go! Sven, du hast richtig Bock wieder auf Wandern, oder? Ja, total. Verlaufen im Dschungel. Buena, muy buena. Ja, ein bisschen scared, aber... Wo sind wir gerade? Was machen wir gerade? Wir sind an der Autobahn, Route 5, die einmal quer durchs Land geht und essen Erdbeeren. Was war gestern eigentlich so? Gestern war Party. War das eine normale Party? Für Südamerika glaube ich schon. Normal fin de semana. Heute ist Trockenanzugtag. Nein, warum? Da ist doch ein Vulkan. Der Fluss muss doch warm sein. Da ist Schnee drauf auf dem Vulkan, Timo. Ja, aber doch. Der ist doch warm von innen. Ich glaube, ich bin heute auch noch mein Vollfeld. Sven, du hast richtig Bock wieder auf Wandern, oder? Ja, total. Also Wandern ist ja generell mein Lieblingssport. Und mit Boot ist auch immer gut. Boot ist noch besser natürlich, ja. Heute Rio Laja. Angeblich haben wir gehört, dass es auf diesem Stück, ich weiß nicht, wie lang ist es, 3 Kilometer, 5 Kilometer, soll ich sage und schreibe, ein Kehrwasser geben. Also müssen wir gleich mal taktisch gucken, wie wir loskommen. Weil wenn er erst losfährt, ist er weg. Und die anderen sind noch an Land. Das ist unser Einstieg und dann geht es gleich richtig los. Da vorne ist schon ein Baum drin. Gefahren bin. Alles auf Sicht, keine Kehrwässer. Du musst reagieren wie sonst was. Krank. People.
was für ein kranker Bach, ey! Übertrieben! Alter, mega sketchy, dass man nicht anhalten kann. Wir haben jetzt auch die anderen verloren, also Sven und Christian. Und man konnte halt echt nicht anhalten hier und eigentlich hätte man gucken müssen. Und wir sind einfach gefahren. Aber Hajo ist noch oberhalb von uns im Kehrwasser. Ich hoffe, Mogli und Christian kommen hier auch gleich an. So, Christian ist gerade schwimmen gegangen. Hat Mogli zumindest gesagt. Und ja, hier, ich warte hier gerade, dass irgendwas runtergeschwommen kommt, was ich dann einsammeln kann. Timo und Hajo laufen gerade hoch. Sven ist noch unter uns. Aber es ist gerade ein bisschen scheiß Gefühl. Ich hoffe, Christian, dass nichts passiert, weil hier sind überall Bäume an der Seite. Da ist er, ja. Entschuldigung. Oh, alles klar bei dir? Ja. Alter, war schlimm. War kein schöner Moment. Vor allem am Anfang ein bisschen Panik gehabt. Ja. Aber im Endeffekt war der Baum, in dem ich drin hing, so meine Rettung, weil er hat auch mein Boot festgehalten. Ja. Und dann konnte ich mein Boot selbst retten und ausleeren. Weil auf dem Bach hier nimmst du kein Boot an die Leine, Alter. Nee, garantiert nicht. Haben die anderen dich gesehen? Die sind alle hochgelaufen. Du hat mich gesehen und ich hab Hajo gesagt, dass alles okay ist. Okay. Den habe ich gehört. Oh, ey. Alter, geht das Ding ab, ey. Mein Fazit zum Riolacha. Quality Whitewater. Ich habe gepennt, bin unter den ersten Baum, konnte mich selber befreien. Die anderen waren auch schon weiter. Ich habe meinen Trocki eingeweiht. Erster Tag Trocki. Ja, genau. Richtig eingeweiht. Einmal schön. Durch den Matsch. Durch den Matsch. Und jetzt kann nochmal knietief durch die Truhscheiße. Ja, ein Kilometer weiter unten. Es gab so 4 Durchfahrten vielleicht. Ich natürlich in die Durchfahrt, die wieder komplett mit dem Baum blockiert war. Ja, aber da habe ich es dann sogar mal geschafft zu rollen. Also, sauber. Richtig geiles Wildwasser, aber arschgefährlich. Ziemlich holzig, ja. Ja, es geht halt echt Schlag auf Schlag und du kannst halt echt nicht anhalten. Nee. Es gibt keine Kehrwässer. Es gibt einfach wirklich keine Kehrwässer. Manchmal gibt es Kehrwässer, wo gerade so 2 Boote passen. Wenn man echt fett. Ja. Und dann. Der größte Wurm ist die Falken wieder. Wo ist mein Wasserfall? Das ist unser Camp hier am Riolacha. Chris ist schon ganz fleißig am Aufräumen. Ja. Und da hinten irgendwo ist ein ganz geiler Vulkan. Aber die sieht man jetzt nicht. Ey, wie nice ist das Frühstück heute? Sehr nice. Füll mal meine Schale, Mann. Was ist da alles drin? Da ist Apfel, Erdbeer, Blaubeer, Chiasamen, Joghurt, Milch, Crunchy Müsli und Haferflocken. Digga! Digga! Und Minion-Joghurt. Creaken! Hast du Bock oder was? Ich hab Bock! Und du, Chris? Hast du Bock? Ja, ein bisschen scared, aber... Warum das denn? Weiß nicht, hat schon Rücklauf. Hat schon Rücklauf? Ja. Was geht ab? Wir sind hier am Trüffel-Trüffel. Trüffel-Trüffel? Trüffel? Trüffel-Leiser. Wir sind heute Morgen am Lacha gestartet. Von daher waren wir jetzt so spät hier, dass wir keine Zeit mehr hatten, das ganze Stück zu fahren. Aber da hinten ist ein geiler Wasserfall. Und alle Jungs haben Bock. Nur Mogli ist noch am Überlegen. Hast du Bock, Christian?
I'm stoked. Du musst doch ein Butti-Bier trinken von gestern. Ja, vielleicht kommt ja noch eins dazu. Hast du Bock, Timo? Truffel, Truffel! Wie sieht's bei dir aus, Herr Stark? Super nice. Ich will der Erste sein. Oh, okay. Ich muss die Kamera breit machen, weil das Licht ist sehr gut gerade. Ja, auf jeden Fall. Und Sie, Herr Schade? Ich hab richtig Bock, ich bin so bockig. Bock? Oh, Moki zieht sich auch um. Du bist also auch motiviert. Okay. Let's go! So, Hajo steht hier oben, er wird als Erster fahren. Mokli macht sich da als Safety-Booter fertig. Timo filmt da oben. Christian guckt einfach nur zu. Ich stehe hier mit meiner Kamera. Hab hier meinen Wurfsack liegen, falls was schief geht. Aber wird schon nicht. Let's go, ey. Was passiert? Wildwasserpaddeln. Der einzige Sport, bei dem man Fußpilz im Bauch kriegen kann. So, mit dem Panorama oder so. Da hinten hat man Beach schon. Jawohl. Das ist Alltag. Astra, arschkalt. Was hat er denn? Für Genießer. Hätte er auch auf jeden Fall mit Schneeflocken. Oh nein! Oh, ich hab das schon getrunken! Hier am Palgin, alle haben Bock. Für mich das erstmal Full Face ein Wein, noch nie benutzt. Full Face. Full Face. Full Face.
glaube, ich habe mich verlaufen im Dschungel. Keine Ahnung, wo ich bin oder weg ist. Hallo? Ja? Das sieht schon besser aus, oder? Alter, jetzt sind alle weg. Ich bin voll im Unterhalt. So. Da weiter? Oder da am Baum lang? Oder? Kaputt machen hier! Zum zweiten Mal an derselben Stelle. Wir versuchen jetzt den Weg rückwärts zu gehen. Das, was wir kennen, und dann. Keine Ahnung. Kann man das als Weg bezeichnen, wo wir sind? Alter! Ich sehe jemanden! Verloren im Dschungel. Ich dachte, ich sterbe. Wir haben ein nices Haus gefunden, wo er einfach pennt. Wir haben eine tolle Unterkunft gefunden. Die ist super cool, weil wir müssen erstmal die Betten zusammenschrauben. Was machen wir gerade? Wir kleben gerade unseren Sticker auf den Kühlschrank und jetzt sind wir hier im International Business. Dann waren wir so richtig schön schief, aber genau in die Mitte, dass sich da auch keiner mehr daneben kleben kann. Zirkel, Buch, Team! Emilio! Heute Rio Nevados. Soll sehr steil sein. Soll sehr eng sein. Also auf jeden Fall Ellbogenpads. Also wir haben heute Morgen noch den Magnus eingesammelt. Der ist da vorne im Auto. Und der hat noch so einen Kolumbianer eingepackt. Von daher sind wir Mega-Gruppe, aber... Ja, wir haben jetzt zwei Leute, die den Bach kennen. Das heißt, wir teilen die Gruppe dann wahrscheinlich in zwei. Teilt mit jeweils einem, der den Bach kennt. Dann treffen wir uns alle unten am Dampschitz-Drop wieder. Genau, das natürlich am Ende ist noch ein 18-Meter-Drop. Das Krankeste, was irgendwer von uns fahren könnte. 18 Meter. 18 Meter und in der Anfahrt ist schon mal ein 2-Meter-Drop mit einem großen Rücklauf. Okay, das ist der Dampschitz Drop. Fucking 18 Meter hoch. Harry und Lasse sind, glaube ich, am Überlegen zu fahren. This day is gonna be the greatest memory. Making history. Let's go. You don't
Get ready for it. Get ready for it. Yeah, this is it. Go! Get ready for it. Get ready for it. Get ready for it.
Chris Bier. Timo Bier. Sven, fang das Ei. Ah, da schaut richtig top. Das ist mein Freestyle-Paddel. Ja. Christian, wie war der Tag für dich? Erzähl mal kurz. Kurze Zusammenfassung. Richtig geiler oberer Abschnitt. Bis zum Dammshits-Drop. Eine Fünferstelle nach der anderen. Ja, ne? Kann man schon so sagen. Ja. Erzähl von Bueno. Genau, so ein Kolumbianer ist uns vorgefahren, auch richtig nice, wir waren richtig im Flow. Dann standen wir ein bisschen am Dammschütz rum. Lasse und Hajo sind gefahren, Braino auch. Ich habe Safety Boarder gemacht, auch alles gut gelaufen. Jo, danach kam da so eine Stelle, wo man buffen musste. Und eigentlich rechts fahren musste. Ich bin links gefahren und habe nicht gebooft. Ja, bin da mega in so ein Kehrwasser eingeparkt. Dachte noch so, ja, ich komme raus. Aber dann wurde ich so unter die Stufe so drunter geballert und war auf der falschen Seite, sozusagen hinterm Fall. Ausgestiegen, da hinterm Fall mega die Scheiße. Unterm Fall einmal durchgetrieben, fast in so einen Siphon rein. Aus der Schlucht raus, da haben wir erst die ganze Zeit gewartet auf mein Boot, es kam aber nicht, die sind weitergefahren. Ja, und jetzt haben wir das Boot mit Springer, also ich habe das dann da rausgezogen hinter dem Wasserfall. Und es ist noch heile, weil normalerweise, wenn so ein Boot, wenn er 280 Liter Wasser oder was das Ding da an Volumen hat, drin ist und da irgendwo gegengedrückt wird, dann kannst du das Boot meistens danach wegschmeißen, aber meins hat keinen Kratzer. Nochmal richtig Glück gehabt. Wir haben jetzt nur ein sehr kurzes Ersatzpaddel. Das ist das Einzige, was verloren gegangen ist. Ein Teil vom Ersatzpaddel. Hajo, fahr damit morgen mal den Puesto. Beim ersten Schlag knickt das hier so ab. Also, nicer Day? Eigentlich ganz nicer Day, aber dass ich schon wieder geschwommen bin, ist nicht so geil. Er ist jetzt dritter Schwimmer. Hast du eigentlich schon den Booty getrunken? Nee, noch nicht. Wann willst du es machen? Mal schauen. Lass es, Schwimmweste, Spritzsäcke ist auch aufgegangen beim Dan-Schütz. Aber er sieht nicht ein, dass er dafür einen Booty, da muss ich wieder alleine trinken. Was? Lasse muss einen Booty trinken. Bist du geschwommen? Palm muss einen Booty trinken. Du hast die ganze Gruppe in Gefahr gebracht. Du musst einen Booty trinken. Spritzsäcke ist aufgegangen. Ist egal. Wie war Dan-Schütz für dich so? Ja, ich habe ein Kehrwasser gefunden. Da habe ich dann erstmal eine Minute abgewartet. Creative Lines. Aber sonst war ganz schön hoch. Und wie war unten aufkommen? Ja, war heftig, aber ich glaube, ich bin gut aufgekommen. Von daher irgendwie nix. Hat ganz schön gerumst, aber war okay. Danach alles cool gewesen? Schönes Kehrwasser gefahren, super, oder? Ja, ich bin hochgekommen, musste, glaube ich, nicht mal rollen. Hab mich gefreut und dann stelle ich so fest, fuck, meine Spritzdecke ist auf. Und dann kommt da so eine Wand. Und dann musste ich rollen. Und dann kam so ein Christian. Und wollte mich abschleppen. Und dann bin ich ausgestiegen. Du bist ausgestiegen. Ist Aussteigen nicht gleichgesetzt mit Booty-Bier? Nein, ich bin dagegen. Aber was genau war? Ich habe Christian sogar noch Bescheid gesagt, ich steige aus. Warum bist du nicht rübergepaddelt einfach zu dem anderen mit dem Boot? Christian hat morgen Geburtstag. Der hat sich das ausgemeldet. Schon mal probiert, ey.